Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Fuck My New Dawn. Nicht nur ich dabei, der René wie immer auch. Ihr kennt das ja mittlerweile alle schon. Und wir gehen heute ein bisschen Außenposten farmen. Das heißt, wir machen legen los mit dem Außenposten. Das da ist das Wasserloch. So, ich spawn uns zurück mein Auto. Genau, das wäre gut, weil das sind 600 Meter. Genau, in der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen ja, doof angestellt, würde ich sagen. Mit dem Fahrzeug mit. Aber wir haben es tatsächlich darin bekommen, als wir dann gemerkt haben, oh, da steht noch ein zweites Fahrzeug, das kann man dann auch verwenden. Und dann haben wir es an einem bekommen. Den haben wir nämlich dann schön safe zu uns auf Prosperity gebracht. Damit haben wir, glaube ich, auch alle Experten. Ich glaube auch. Geht da hinten ab. Ja, komm ich nicht ran. Ah, da hinten ist noch ein Tankcluster, glaube ich. Ja, ich kann nicht zielen von hier während der Fahrt, das ist das Problem. Komm, ich hab ihn. Jawohl. Den bringen wir kurz den Post. Ne, aber den müssen wir eigentlich nur in so einen Außenposten bringen, ne? Ja, genau. Und jetzt habe ich natürlich die Karre richtig schön geparkt. Warte mal, wir kriegen Besuch. Nicht mehr gechannt. Warte, ich hol mir kurz den. Jawohl. Ah, ne, es war schon. War einer zum Plündern. Okay, ich dachte, es wäre eine Geisel gewesen oder so. Achso. Weil die Geiseln müsste man. Sollte man plündern, damit wir Vorratspunkte bekommen. Die Vorteilspunkte, genau. Vorteils, ja, genau. Davon kann man bei Far Cry New Dawn definitiv nicht so wenig haben. Ja, der letzte Teil hat nämlich auch wie 8 oder so gekostet. Ja, nicht nur das, du kannst diese Munitionssachen und so, die kannst du, ich bin mir gar nicht sicher, ob es sonst unendlich oft geht, weil so hoch habe ich es noch nicht gescaled, aber du kannst das halt das öfter scalen. Du kannst das ausbauen. Das heißt, du kannst halt wirklich nicht genug Skillpunkte haben. Ja, klar. Also, könnt ihr euch merken, wenn ihr selber mal sagt, das Spiel. So viele Skillpunkte sammeln, mitnehmen, so viel wie es geht. Deswegen, wir müssen auch mal wieder eine Schatzsuche eigentlich machen, damit du mal wieder anschätzt. Ja, ich hätte ja eine. Offen. Können wir ja danach machen, mit der Folge. Ja. Jetzt das Ding machen. Genau. Ich habe Schatzsuche aber auch schon lange nicht mehr getan. Lange nicht mehr gemacht. Ja, eben deswegen, das fällt mir gerade mal so ein, wo wir über Skillpunkte reden. Mhm. So, ich habe diesmal direkt in den Außenposten voll reingebrettert, damit wir das Fahrzeug wieder spawnen können. Ja. Ich habe gehört, die Edener würden sich für dich interessieren. 75 Ethanol. Ja. Okay, es fängt an mega zu regnen gerade hier. Ach, bei dir auch? Bei uns hat es auch gerade geregnet. Ja, Regen, bisschen Gewitter. Ja, bei uns auch. Okay, es lädt gerade wieder was länger. Na. Ich weiß nicht, was das ist, Ubisoft. Also ich glaube, ich stehe diesmal nicht im Weg eigentlich. Nee, ich hänge im Ladebildschirm fest. Ich hab den Fahrzeugkaufoptionsmonitor geöffnet und dieses bitte warten hänge ich drin fest. Und ja, jetzt kann ich anfangen, was auszuwählen. Jawohl. Sehr gut. Liefern, ja, bitte. Bitte fix das, Ubisoft, das nervt so sehr. Ja. Also, wir müssen noch markieren. Und neu markieren. Ja. Ich hab markiert. Okay. Dein ist tot.
Oh, das war ein Freund. Upsi. Der war euch gerade schön nicht schon verbraten. Übergeben. Da hinten ist auch noch einer. Da ist einer mit dem Rucksack. Okay, da, ja. Boomerang 3. Wer ist denn das? Das ist ein Freund. Achso, weil der, okay, der wurde mir als Feind eben angezeigt. Ja, jetzt ist das auch ein Feind. Ich hab dem Kopfschuss gegeben. Ja, ich hab ihm auch einen. Leider nur eine Zivilisten getötet. Oh, das war ein New Eden, ne? Okay. Ach stimmt, die sind ja eigentlich jetzt unsere Verbündeten, ne? Ja, also es wurde ja dann immer noch in einer der letzten Folge entschieden, dass wir uns mit denen verbinden werden, ja. Genau. Es hieß ja erst nein, doch nicht, aber dann am Ende ja. Die werden wir Joseph Seed, wenn wir dann vielleicht wieder sehen. Der hat das ja das ganze Ding ja überlebt, weil sie ist ja entkommen am Ende des Teil von Teil 5. Ja, der ist mit dem Deputy entkommen. Was für das ein Deputy geworden ist. Es ist jetzt zu spät, wir sind gesehen worden. Ach, wir sind schon am Außenposten. Ja, sag ja, wir sind schon gesehen worden. Oh, verdammt. Mein Fehler, ich bin da voll reingerast. Entschuldige bitte. Ah, es ist egal, wie gesagt. Ja, ich lieg schon am Boden. Ich hab voll nicht aufgepasst. Das war mein Fehler. Ich lieg schon am Boden. Halt ihn dran. So. Das Problem, wir haben natürlich jetzt keine Ahnung, wo die Gegner stehen, vor allem war das hier alles. Aber ist nicht so schlimm, ist Stufe 1. Aha. Da ist das auch der Ethanolverlust nicht so hoch. Komm, Fahrzeug an. Wir müssten hier von links von der Straße kommen. Irgendwo. Ich hab's schon, weg hier von der Straße. Zwei Mann weniger. Hier kommen noch welche. Da kommen sie. Wunderbar. Jawohl. So, 100 Ethanol. Oh, Moment. Aber gleich. Ich will mir gerade mal das Ding hier nochmal in Ruhe angucken. Hier ist was zum Lesen wieder. Ja, okay. Was ist das hier? Spatpulver, okay. Gut. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts zum. Keine Teile oder so, ne? Ja, ein paar gibt's immer überall. An jedem Außenposten, aber jetzt nicht großartig die Menge. Na, ich dachte vielleicht ein paar Zahnräder oder so, oder Tape. Ja, ein vereinzelt, eventuell. Aber da können wir gleich auch nochmal einen. Oder sollten wir auch gleich in den nächsten Folgen. Ja. Definitiv nochmal eine Expedition, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Oh Mann. Ja, können wir auf jeden Fall mal nochmal angehen. Wir wollen danach nochmal eine
Eine Schatzsuche machen? Oh, hieß was? Achso, das ist plündern. Das ist das Coole an Far Cry Primal, finde ich. Du machst so dein Ding. Mhm. Und dann fällt dir auf, okay, dir fehlen wieder Ressourcen. Dann fängst du wieder an, Expeditionen zu machen, dann wieder Ethanol zu sammeln und vor und zurück. Und bist dann wieder neben der Story wieder am Sammeln und am Herstellen und am Craften und verlierst dich dann schon wieder voll da drin. Und ich finde das ganz cool. Gut, dann starten wir nochmal einen neuen Angriff. Diesmal stürme ich auch nicht einfach. Ja, du bist schon zweimal im Auto vorgefahren und dann wurden wir schon gesehen. Ja, ich habe jetzt zu gut gemeint. Ja, ist gut passiert. Nichts mehr tragisch. So. Der Bogen ist direkt ausgerüstet. So, drei, so, maybe drei. Da hinten ist ein Alarm, da ist noch einer. Da ist ein Scharfschütze. Aber ich glaube, wir haben alles. Ich bin jetzt auch im gerade dem Dings. So, ich kann mir kaum vorstellen, dass das alles ist. Da wird noch was sein. Ich versuche den, also ich hole mir den Scharfschützen hier ganz rechts mit meinem Bogen. Ja gut, das kannst du, stimmt, das jetzt immer, kann ich eigentlich auch machen. Das war der Plan eigentlich an der Sache. Ja, okay, da komme ich nicht ran. Gut, dann gehe ich von links weg. Ich versuche den anderen, kriegst du den anderen Scharfschützen da? Naja, ich habe nämlich jetzt von links weg an den Einzelnen daran. Ah, die zwei Einzelnen außen. Den ersten habe ich. Komm dich ruhig in die beiden Scharfschützen. Ich habe mich jetzt von links rein. In den Laden. Weil der eine hat den zweiten. Ich bin aufmerksam geworden. Ja, der eine ist schon. Wurde es entdeckt? Nee, ich nicht. Doch, wo mir angezeigt gerade. Oh, dann wurde ich. Wurde auch gerade entdeckt. Da ist einer! Okay, ich hab den da. Der eine ist am Alarm. Ah, shit. Ja, ich hab den ja nicht gesehen. Ah, da unten ist auch einer. Ein Alarm down. Ja, wir kriegen nochmal Nachschub. Das war mir fast klar. Jetzt sollte ich den Bogen ablegen und mit der MP schießen. Ja, der König oder was auch immer das war. Der Verstärker oder wie die heißen. Ja, der hat mich gerade schon geholt. Seine zwei Kollegen habe ich down. Wo ist der? Der ist halt im Jeep hier irgendwo gewesen. Der müsste irgendwo da bei dir sein. Da ist er. Wer soll hier hinkommen? Ich hab den Jeep, da liegt eine Fernzündsprengstoff drauf. Wenn der den erwischt, dann ist es vorbei mit dem. Boah, der lebt immer noch, der Drecksack. Jetzt down. Ich bin auf den am Eintreten. Yeah, Trophäe gekriegt. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ja, ich hab den dann mit dem Pfeil, glaube ich, final weggehauen gemacht. Super, dann war das, habe ich auch 200 Ethanol, dann haben wir wieder ein bisschen was gekriegt. So. Dann haben wir das auch soweit.
sind aber die Jungs da, Mann, aber Feierabend. Würde ich sagen. Weil wir sind jetzt auch schon wieder. Ich glaube, die 20 Minuten haben wir jetzt gerade mittlerweile auch schon wieder voll. So. Ich gehe eine Runde schwimmen. Warte mal, wo war denn der Typ? Der müsste doch hier. Liegt der nicht mehr hier rum? Ist sein Auto weg oder was? Ich würde ihn noch gerne schnell einmal looten. Welchen meinten du? Den Chef. Den König, den Vollstrecker. Ja. Ich glaube, die heißen Vollstrecker. Keine Ahnung. Der müsste hier irgendwo liegen. Ja, am Auto. Ist bestimmt die Spawn schon. Ja, schade. Du hast diese maskierten Wichser das Fürchten gelernt. Na gut, wie dem auch sei. Dann würde ich sagen, wir trotzdem mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall. Und dann gehen wir, glaube ich, mal. Haben wir noch Hauptmission überhaupt offen? Nee, ne? Momentan kein. Bevor wir eine Hauptmission machen, sollten wir definitiv Prosperity aufrüsten. Ja, warte mal. Kann ich auch mal so kurz. Aber das nur so als Tipp. Also, wir haben eine Story-Mission. Das Geheimnis von Nord Eden. Ja. Nehmen wir das da. Das ist das, wir sollten echt, bevor wir nach New Eden gehen, uns Prosperity. Also ich habe die Werkstatt, ich habe Trainingslager und ich habe das Sprengstofflabor und auch die Kartografie. Wünsche? Wir sollten alles auf, also, ja, geht so. Was wäre das wichtig? Nimm mal die Fahrzeuge, das ist, glaube ich, jetzt wichtiger. Jetzt halt mal die Werkstatt einmal kurz aufgerüstet. Ja, alles andere kriege ich jetzt gerade nicht hin. Doch, ich kriege noch was hin. Die Kartografie, die ist nicht so teuer. So. Nee, nimm die. Ja. Ich habe jetzt, ich habe noch drei Stück. Warte mal, ich könnte hier oben schon. Genau, Prosperity. Prosperity selber könnte ich schon verbessern. Hört mir gerade auf. Ach, da vorne. Warte mal. Dann gehen wir mal da runter. Die Schrauberboot. So, einmal kurz eine Schnellreise dort runter. Genau, wir müssen die Sachen auf Stufe 3 bringen. Das war's. Ich war gerade leicht, confused. Deswegen sage ich schon, wir müssen Ethanol sammeln und Teile sammeln, weil wir Waffen brauchen. Ja. Na gut, für die erste Mission in Sachen, Sachen New Eden ist das noch nicht ganz so wichtig, weil ich glaube, die ist noch auf Stufe 2 ausgeschrieben, so wie ich das gerade gesehen habe. Aber okay. Die nachfolgenden Missionen werden dann schon wieder schwerer und da sollten wir schon vernünftige Waffen und alles haben. Ja, ich verbessere mal gerade Prosperity selber. Da brauche ich mich nichts für. Genau das. Prosperity Stufe ist auf der vollen Stufe ausgebaut. Jawohl. Dann haben wir das auch. Gut, begib dich zum Anwesen von New Eden. Das machen wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, weil das wird ein bisschen Fahrerei werden. Willst du das wirklich schon in der nächsten Folge machen? Soll man nicht vorher noch ein bisschen was sammeln? Ja, ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, wir können fahren, dahin fahren. Wir können also ich würde vorher noch viel, echt anderen Stuff machen, wie zum Beispiel ein, zwei Schatz suchen. Ja, dann machen wir. Ja, okay, dann machen wir doch, dass ich eine Schatzsuche, weil ich habe hier zum Beispiel eine Schatzsuche. So, noch ein paar Außenposten. Das am Parkerhaus ist noch was, die ist nicht mehr so weit weg. Da können wir nämlich dann hier mal reisen, hin zur Schrauberbude schnell reisen und dann gehen wir da hin. Gut, dann machen wir ein bisschen was anderes. Also dann dauert es wohl noch ein bisschen, bis wir dann mal wieder eine Hauptmission haben. Gut, dann warte ich kurz bis hier. Ja. Und weil ich bis hier kurz fertig ist mit dem Laden. Und dann geht's weiter. Geht's zu Ende, Freunde. Gut. Dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's ein bisschen auf Schatzsuche.